Hallo und herzlich willkommen bei Messerfieber. Ich bin's, Ahmed vom Messerfieber, und ich stelle euch heute wieder mal ein neues Messer vor. Wenn euch solche Videos gefallen, dann tut mir den Gefallen, lasst ein Like da, kommentiert das Ganze, wieso euch das gefällt oder wieso euch das nicht gefällt oder wie ihr das Messer, was wir vorstellen, auch findet. Und jetzt geht's ab zum Messer-Review. Ja, Freunde, da bin ich wieder und ich stelle euch heute wieder mal was Großes vor, was zum Anfassen mit viel Spaß und Spannung, natürlich ohne Schokolade. Wäre mit Schokolade natürlich besser, aber kommen wir zurück zum Ernst der Sachlage. Heute für euch die Seid-Klinge, eine besondere, eine große Machete, Schrägstrich, Arbeitswerkzeug hier als handgeschmiedete Spezialklinge. Die Seid Machete vom Messerfieber ist gearbeitet von Murat Oster, also unserem Schmied, unserem Hausschmied, der für uns diese schönen Klingen handgeschmiedet herstellt. Das Material ist hier aus 50 CRV4. Ein wunderschönes Material, sehr widerstandsfähig. Ist hier bei uns extra in der Härterei nochmal gehärtet worden auf 58 Härte Rockwell. Ein besonders schönes Ergebnis. Wie ihr seht, habe ich das Messer hier schon eine Weile benutzt und richtig mal rangenommen, um auch zu sehen, ob die Klinge Ausbrüche kriegt etc., ob die Schneidfähigkeit weiterhin bleibt. Ich muss sagen, die Seid-Klinge hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ein großes Werkzeug, eben um manche Arbeiten hier auch an den Ästen zu tun. Hier am Obstschnitt quasi kann man natürlich auch was machen. Die Seid-Klinge, eine besondere Klinge. Ja, zum Gesamtmesser hier lässt der Murat Oster meistens als sein Merkmal, sage ich mal, immer diese Schmiedehaut noch drauf. Lässt es sehr rustikal. Meistens verwendet er Walnuss- oder Maserpappel. Außergewöhnlich schön mit einem Messingparierstück gearbeitet. Natürlich als Fulltang. Materialstärke hier knapp 6 mm. Ja, was kann man mit so einem Messer machen? Ihr seht hier ein schönes Stück, auch wieder Kirsche. Kann man reinhauen und stehen lassen, aber auch das Ganze nochmal richtig arbeiten, dran arbeiten. Ihr seht, eine sehr widerstandsfähige, schöne Klinge, die sich durchfrisst. Freunde, ein richtiges Arbeitswerkzeug für Wald, Bushcraften und Survivalen, hätte ich gesagt. Ich habe ja gesagt, das Teil eignet sich nicht so zum Schnitzen, aber ich kann euch sagen, das ist gar nicht so verkehrt jetzt auch. Ich zeige euch das jetzt mal auch hier. Probiere ich mal Featherstiks. Schaut mal her. Featherstiks, unglaublich. Also ich muss sagen, also ich nehme das zurück. Geht wunderbar. Ja, einwandfreies Teil. Ihr habt es gesehen, also Featherstiks gehen ohne Probleme. So durchhacken von Ästen geht auch ohne Wenn und Aber, ist ja dafür gebaut worden natürlich. Ich zeige euch das trotzdem mal anhand von diesem Stück hier. Schaut mal her, das ist ein richtig schönes, massives als Vergleich hier. Schaut mal, passt einmal meine Hand kaum rum. Hauen wir mal dran. Auch nur ein Stück, wo wir am Ast sind. Aber hallo, das soll ja mal kein Problem sein bei so einem Gerät. Habe ich jetzt auch Freihand. Jeder, der das so macht, freihandmäßig einfach irgendwo dran schlagen und knüppeln und durchhauen, wird merken, wie schwer das eigentlich ist. Aber die Seid-Klinge natürlich ist aus Carbonstahl. Carbonstahl hat die Vorteile, dass es rasiermesserscharf gemacht wird. Also wirklich super scharfe Klinge, kann ich euch nur sagen, ohne zu übertreiben. Da ist wirklich wieder mal unser Motto, immer ein Tick schärfer hier angesagt. Außerdem ist es sehr, sehr widerstandsfähig, dieses Carbonstahl. Jeder, der eine Carbonstahlklinge hat, weiß, dass es sehr schön zu führen ist, sehr widerstandsfähig ist, kann man kaum zerstören. Hier mit knapp 6 mm natürlich auch super mächtig, das Teil. Die Maße werden wir euch einblenden von diesem schönen, ich zeige sie euch nochmal, von diesem schönen Messerchen, sage ich jetzt mal,
werden wir euch einblenden. Außerdem haben wir hier eine wunderschöne Lederscheide, die man senkrecht oder waagrecht durch diese Schlaufen nochmal kann man abmachen oder dran lassen. Ich habe es jetzt einfach dran gelassen. Und an den Schlaufen kann man sie quasi waagrecht am Rücken dran machen, wenn man lustig ist. Ansonsten auch so, wie ich sie jetzt gerade dran habe, kann man natürlich dran machen. Das Messer an sich ist natürlich ein großes Messer. Ist jetzt kein Messer, womit man hier zum Steak oder zum Kochen beim Bushcraften gerade schneidet. Dafür hat man natürlich kleinere schöne Stücke, wie unseren Sharky. Oder natürlich unsere Uigurenklinge als Taschenmesser. Wunderschön, sehr handlich, super massiv. Kleine Werbung auch hierfür. Diese Teile findet ihr natürlich bei uns im Online-Shop www.messerfieber.de. Und die Seid-Klinge wird natürlich auch sich dazu gesellen in unser Online-Shop. Die Maße, wie schon gesagt, werde ich euch dazu tun. 58 Härte Rockwell hat dieses schöne Stück hier. Sehr massiv. Dadurch, dass es nicht so hart ist, so extrem hart ist, sage ich mal, über 60 Härte Rockwell und mehr, gibt es kaum Ausbrüche oder gibt es keine Ausbrüche auf der Klinge. Ich habe jetzt wirklich mal auch harte Buche richtig probiert und so weiter und habe sehr schöne Ergebnisse bekommen. Summarum, wenn man das Ganze summiert, wie ich das immer mache, haben wir hier sehr schöne Walnuss-Griffschalen gearbeitet, Messing-Parierstück und ein tolles Messer. Und was kann man noch so zu diesem wunderschönen Messer sagen? Wenn ich noch etwas vergessen habe zu erzählen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe es euch gerne mal vorgestellt. Mal was anderes. Batonieren, ich denke mal, ist für so ein Messer überhaupt kein Problem. Ihr seht es ja, ich könnte, wenn ich jetzt ganz, ganz brachial bin, so ein Riesenteil, so mit paar Hieben, denke ich mal, ist man ohne Probleme durch bei sowas. Und wenn es wirklich gar nicht geht, nimmt nochmal ein Stück Holz und kloppt es durch und dann haut ihr so einen Riesenteil durch natürlich. Ist eine Fulltang-Arbeit, ist natürlich eine Fulltang-Klinge und dementsprechend auch sehr, sehr massiv. Eine schöne Arbeitsklinge, geeignet zum Survivalen oder zum Bushcraften im Wald, für größere Arbeiten, zum Ablängen von Holz, beim Shelterbau etc. ist das hier unumgänglich. Ihr wisst ja, habt ihr wahrscheinlich bei Seven vs. Wild gesehen, der Fritz, der auch eine große Machete dabei gehabt hat, wofür man sowas natürlich alles benutzen kann, hat er dort sehr schön gezeigt. Ist hier auch ein rostendes Stahl, wobei seins ja nicht hätte rosten sollen, so wie ich mich erinnern kann. Ist hier natürlich ein rostfähiges Material, aber wenn man das natürlich pflegt, einen leichten Ölfilm immer trocken lässt, einen kleinen Ölfilm immer drauf lässt, passiert da überhaupt nichts. Ja, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert das, das wäre mir wirklich wichtig, dass ich sehe, was ihr über die ganze Thematik findet und seht und denkt und was ihr über die Seid-Klinge natürlich denkt, ob euch sowas gefällt oder nicht. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.